Im Oberland hat es noch mal richtig Schnee bis in die Tallagen gegeben und trotzdem ist auf den Seen schon Hochbetrieb. Also die Ausflügler, die lassen noch auf sich warten, aber die Berufsfischer, die haben bereits Saison. Wobei da gerade jetzt nicht entscheidend ist, wie viele Fische sie mit nach Hause bringen. Im alten Bootshaus kennt Gary Meyer selbst im Dunkeln jedes Eck. Ein paar Handgriffe und er ist startklar. Endlich, sagt er, ist wieder Fischsaison. Vor ein paar Tagen hat er am Staffelsee seine Netze ausgelegt. Jetzt muss er immer früh morgens nachschauen, ob was drin ist oder nicht. Ich hoffe, es ist schwer. Ja, es hängt halt jetzt auch davon ab, wie die Wassertemperatur, vom Wetter, wie es gestaltet, ob sie schon langsam leichtreif werden, die Hecht. Seit Generationen hat seine Familie das Recht zu fischen am Staffelsee, auch auf der Westseite, die für den restlichen Bootsverkehr gesperrt ist, zum Schutz der Natur. Ja, jetzt schaue ich einmal auf der Wasseroberfläche, ob nicht der Hecht irgendwo anschwimmt. Und jetzt sind wir ja schon hier im Schutzgebiet. Da geht es los. Schauen wir es einfach so durch. Bodennetze für Hechte und Karpfen hat er ausgelegt. Jetzt haben wir einen kleinen, eine Rotfeder. So, den setzen wir wieder zurück und weg ist er. Die haben so viele Y-Gräten drin. Doch sonst kein Fisch, weit und breit, an diesem wunderschönen Morgen. Und dann sitzen sie irgendwie. Das Schöne bringt jetzt nichts. Das geht auf die Nerven, wenn nichts kommt. Aber jetzt kommt was. Im vorletzten Netz ein Hecht, immerhin. Da gibt es schon noch die größere. Aber das ist schon mal in Ordnung. Denn tags zuvor hat Gary richtige Kaliber erwischt. Hechte und Karpfen. Es tut sich schon was. Es ist nicht immer jeden Tag das Gleiche. Wahrscheinlich spüren wir den Wetterumschwung. Dass es am Fischbestand liegt, da hat Gary keine Sorgen. Nachdem er die Eier der Weibchen abstreift, künstlich befruchtet und den Nachwuchs am Ende wieder einsetzt. So ist sie eben, die Fischerei. Auch da gibt es gute und schlechte Tage. Und einmal im Leben hat man sein Kapital. Ein Glück für Gary Meyer, dass er neben der Fischerei noch den Bootsverleih hat und Schiffskapitän ist am Staffelsee. Die Fischerei alleine wäre ein mühsames Geschäft.